It's a canoe event. Spider-Man. Ja, ein bisschen Joy, ne? Morgen ist mein Birthday. Der Stream-Countdown hat ja schon gestartet. Pete hat mir davon erzählt. Er hat darin Beweise versteckt. Ach ja, Leute, wir sind ja da am letzten stehen geblieben mit MJ. Dass man sie öffnen kann. Aber wie? Also im Video. Aber wir machen jetzt mal einen Stream weiter. Ob es hier wohl irgendwelche Hinweise gibt? Und dann, ja, komm. Dahinter ist der Neo. Aber er sieht anders aus. Die Statue ist beweglich. Die gebräuchlichste Pose ist verborgene Kraft. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorne. Vielleicht lässt sich das bewegen. Wie sah er so mal aus? Der Mund ist ja auf. Sicke. Im Katalog stand etwas von zwei Posen. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorn. Etwas in der Hand. Warte. Im Katalog stand etwas von zwei Posen. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorn. Einer seiner Hände ist etwas. Aber was? Kann es sein, dass es seine Handfläche genau das hier ist? Im Katalog stand etwas von zwei Posen. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorn.
Lass mich doch einfach an diesen Stab. Zu Fisk ist sie sicher netter. Warte, im Hintergrund hat sie... Im Katalog stand etwas von zwei Posen. Mund geschlossen, linker Arm. Vielleicht sollte ich den Kopf drehen. Sehr schön. Fast. Aber ein Teil fehlt. Die habe ich schon mal gesehen. So geht das nicht. Passt. Ist aber nicht richtig. Nein. Ich weiß ja nicht, wie ich das machen soll. Ich glaube, ich muss es irgendwie zusammenbauen. Auf dem Katalog zeigt etwas mit zwei Spitzen. Ja. So. Norman Osborn. Was ist das? Teufelsatem. Was ist Teufels... Was zum... Entschuldigung, Sir. Sie dürfen nicht... Yeah. Nicht gut. Wo ist die Statue? Da drin! Ich wollte gerade zum Ausgang, als ich dich sah. Du hast Glück, dass du noch lebst. Sagt der Kerl, den ich vor 5 Minuten gerettet habe. Hey, wer immer die Typen mit den Masken sind, sie wollen die Akte. Aber ich komme nicht hier raus, solange es hier von diesen Typen wimmelt. Gut, okay. Du versteckst dich da. Ich schalte die bösen Jungs aus und du verschwindest, wenn die Luft rein ist. Hört sich gut an. Schön, dich zu sehen, Pete. Ja, gleichfalls. Obwohl ich mir unser Treffen anders vorgestellt habe. Lustig. Oh lala, ich glaube, wir sind nicht mehr zusammen. Vorgestellt. Hat sie ein neues Parfüm? Konzentrier dich, Pete, konzentrier dich. Ja, okay, natürlich. Ich sollte die Typen ausschalten, bevor ich weitergehe. Okay, Pete, ich habe mich vorne versteckt. Gib mir ein Zeichen, dann fliehe ich. Alles klar, worum geht es in der Akte? Was steht drin, dass die Typen sie unbedingt haben wollen? Notizen über etwas namens Teufelsatem. Fisk sollte ein geheimes Forschungslabor dafür bauen. Und was immer dieser Teufelsatem ist, Fisk hatte Angst davor. Er nennt ihn Büchse der Pandora. Fisk und Angst. Wir müssen dich und die Akte hier rausbringen. Moment.
war's. Muss leise sein. Der Typ ist verschwunden. Ist nicht gut. Immer mit der Ruhe, Pete. Immer sachte. Scheiße. Meine erste Mission ist gescheitert. Und die haben eine Geisel. Okay, Pete, ich habe mich vorne versteckt. Gib mir ein Zeichen, dann fliehe ich. Alles klar, worum geht es in der Akte? Was steht drin, dass die Typen sie unbedingt haben wollen? Notizen über etwas namens Teufelsatem. Fisk sollte ein geheimes Forschungslabor dafür bauen. Und was immer dieser Teufelsatem ist, Fisk hatte Angst davor. Er nennt ihn Büchse der Pandora. Fisk und Angst. Wir müssen dich und die Akte hier rausbringen. Moment. Eine Typ in der im Hintergrund, na, der nervt mich. Okay, Pete, ich habe mich vorne versteckt. Gib mir ein Zeichen, dann fliehe ich. Alles klar, worum geht es in der Akte? Was steht drin, dass die Typen sie unbedingt haben wollen? Notizen über etwas namens Teufelsatem. Fisk sollte ein geheimes Forschungslabor dafür bauen. Und was immer dieser Teufelsatem ist, Fisk hatte Angst davor. Er nennt ihn Büchse der Pandora. Fisk und Angst. Wir müssen dich und die Akte hier rausbringen. Moment. Muss leise sein. Bitte, tun Sie mir nichts. Sieh du ja, wir tun. Los, mach die fertig, bevor die Geisel getötet wird. Okay, alles klar. Das waren alle. MJ. Moin, Meister. Ja, moin, Dennis. Was sollt ihr, hä? Ey, ich bin Spider-Man! Die Geiselnahme, Jungs! Ja, mir geht's gut. Und ja, was geht bei dir denn so? Zeug auf euren Händen? Seid ihr Geister? Habt noch nie mit einem Geist gekämpft?
Und, warte, fuck, der war mies. Okay, ich habe gegen Gespenster gekämpft. Aber technisch gesehen sind Gespenster keine Geister. Alle Geister sind Gespenster, aber nicht alle Gespenster sind Geister. Versteht ihr? Ich weiß, das ist ziemlich nice, ne? Bam, Digga. Voll in deine Fresse. Mit Energie zu sein. Sackgesicht. Nichts Geisterhaftes. Alles okay. Gegen einen Geist. Oh nee. Der Typ ist einfach zu besiegen. Nur voll spinnen, dann einfach mit deinem Netz los auf ihn und dann. Deine Mutter. Guten Tag. Tägliches Ausdauertraining absolviert. So nice. Sieht antik aus. Ich glaube, ich kenne jemanden, der mir was über die Herkunft sagen kann. Aber das kommt später. Ich habe mit Craig gesprochen. Sie sind gar nicht seine Reporterin. Sie arbeiten nicht mal für Heritage Arts. Habe ich nie gesagt. Hi, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Sie werden kein Wort darüber schreiben, was hier vorgeht. Fürs Protokoll. Was wissen Sie über die Akte, die gestohlen wurde? Das gar nichts. Was ist mit der heißen Ware, die Fisk hier im Auktionshaus angeboten hat? Ihr Herausgeber wird von unserem Anwalt hören. Ja, aber tut mir leid, ich dachte nix. Wieder... Als wäre das letzte halbe Jahr nie gewesen? Ulala, zwischen denen läuft wieder was. Ziemlich smash. Vor allem, Dennis, ich kann auch sogar Miles Morales auf der PlayStation 4. Seit wann ist Mix eine Pizzeria? Keine Ahnung, aber zum Glück gibt es noch diese Pommes. Absolut. Die besten in der Stadt. Also, wie läuft's beim Bugle? Ja. Tja, gerade kam eine wütende Nachricht von Robbie wegen meiner sogenannten Eskapaden heute. Also muss ich wohl wieder zur Rechtsabteilung. Mal wieder. Ah, wenn er den Artikel liest, den du schreibst, wirst du befördert. Also, die gruseligen Maskenjungs. Wie siehst du das? Ganz normale Härte in der Stadt. Wie siehst du das? Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Lass uns nicht nur über den Job reden. Wie geht es dir denn? Hast du die Beförderung bekommen? Nein, aber wir stehen kurz vor einem großen Durchbruch. Du weißt, dass Oscorp dich sofort einstellen würde. Ein Anruf bei Harry... Klar, aber Dr. Octavios Arbeit wird Millionen helfen. Ich bin genau da, wo ich sein möchte, da, wo ich sein sollte. Das klingt ja fast, als wäre es dir wichtiger als dein anderer Job. Das sind ja völlig neue Töne von dir. In 6 Monaten kann sich viel ändern. Warum sind wir beide hier, Pete? Naja, ein Essen unter Freunden. Freunde. Das sind wir also. Wäre doch schön, also, wenn du es auch möchtest. Wir haben nicht gerade Glück im Gepäck. Ja, schon, aber... Ist das so schlimm? Ich meine, im Gepäck sind doch auch schöne Sachen wie, wie Geld und Schlüssel und Pimperlippenbalsam. Ist mir scheißegal, ich will zocken. Weißt du noch, warum wir uns getrennt haben? Oh, Junge. Das ist eine Fangfrage, stimmt's? Befreundet. Nochmal Glück gehabt. Reden wir später. Geh schon. I am Peter Schnarko. Schön, euch wieder zusammenzusehen. Ihr wart schon immer meine Lieblinge.
Spider-Man. Und ich werde durch die Stadt hinmelden. Was machen diese Einheiten auf der dritten? Offenbar ist unser alter Freund Herman Schutz wieder da. Schocker. Vater. Ist der nicht auf Bewährung? Ja, hat wohl nichts gebracht. Keine Angst. Herman ist eine Pfeife. Den habe ich vor dem Bettofall wieder in Rikers. Ich war gerade essen mit meiner Ex, nachdem ich sie vor maskierten Kriminellen gerettet hatte. Und jetzt vermöbel ich einen Irren, der Leute schockt und ausraubt. Was für ein herrlich normales Leben, Peter Parker. Ich wollte nur sicher gehen, dass keine Ausrüstung von Ihrem Freund mehr im Labor herumliegt. Mir ist das egal, aber wenn die Fachkommission noch einmal kommt... Keine Sorge, Doc. Ich achte darauf, nichts liegen zu lassen. Aber ich weiß, dass mein Freund Ihre Hilfe zu schätzen weiß. Es gibt viele Leute, die ihn nicht mögen. Dieser Hanswurst Jameson und seine Schafherde, bitte. Menschen, die Großes auf dieser Welt vollbringen, lassen sich von Tyrannen wie ihm nicht aufhalten. Menschen wie wir. Da sagen Sie was, Doc. Bis bald. An alle Einheiten, uns wurde eine Körperverletzung gemeldet. Officer bei der Bowery, bitte melden. Warte zurück. Herman? Echt jetzt? Jo. Ey Junge, ich bin gerade jetzt gekommen und jetzt hat Pisel dich, ne? Hast du letztes Mal auch gesagt? Ich will dir nichts tun. Mach dich nur langsamer. Wow, wie überaus nett. Wofür ist das Geld, Herman? Keine Ahnung. Ich wollte nur höflich mit dir plaudern. Genug geplaudert! Aber das wäre so viel schöner, wenn wir auf der Gefühlsebene verbunden wären. Ach ja, stimmt. Du hast ja gar keine Gefühle. Hab dich. Jetzt plaudern wir. Ich sagte, genug geplaudert. Notiert. Im Ernst, Herman? Warum wieder der Mist? Du weißt, dass die Polizei dich im Auge hat. Gut, wir alle wissen, dass du dämlich bist. Aber doch nicht so dämlich. Du musst echt verzweifelt sein. Das heißt, dass du nicht für dich selbst klaust. Du arbeitest mit jemandem zusammen. Oder für jemanden. Sag mir jetzt, wer es ist. Oder ich prügle später aus dir raus. Deine Wahl. Ich hab genug gesagt. Los, los, los! Dieses Sackgesicht. Sieht ja viel zu spät aus. Ich habe hier, also wenn ich jetzt einmal einen Schaden kriege, direkt tot. Direkt verloren, Leute. Warte, er lädt sich auf.
Ja, okay, das hat er. Mich konzentrieren. Ich freue mich aber auf einen der schwierigsten gerade. Ich bin noch auf, ich habe Kreis gedrückt. Ich habe versucht mich aus. Alles von vorne. Ja, das liebe ich an Spider-Man, ne? Im Ernst, Herman? Warum wieder der Mist? Du weißt, dass die Polizei dich im Auge hat. Gut, wir alle wissen, dass du dämlich bist. Aber doch nicht so dämlich. Du musst echt verzweifelt sein. Das heißt, dass du nicht für dich selbst klaust. Du arbeitest mit jemandem zusammen. Oder für jemanden. Sag mir jetzt, wer es ist. Oder ich prügle später aus dir raus. Deine Wahl. Ich hab genug gedacht. Ich bin nur ausgewichen. Ach, egal, scheiß Game langsam. Hinterher los. Schuh. Auf. Beeilung. Junge, es ist voll anstrengend. Natürlich immer das Schwierige, den Schwierigkeitsgrad. Ausweichen! Ich hab doch ausgewichen! Ich bin ausgewichen. Endlich. Weißt du was, Herman? Du hast null Persönlichkeit. Aber dein Anzug ist der Hammer. Gib mir mal Designtipps. Ich weiß, Kylo, aber ich drücke gerade den Knopf, zur Seite, wo man zur Seite springt, aber der ist am Anfang gerade nicht zur Seite gesprungen, er hat einmal nur halt weiter gemacht. Ach, egal. Oh, endlich. Gut gemacht, Spider-Man. Was über seine Motive rausgefunden? Hab's versucht, ist aber eher schweigsam. Außerdem hasst er mich wohl. Das geht irgendwie vielen Leuten so. Aber du magst mich, stimmt's, Yuri? Ich ertrage dich. Wow, das ist das Netteste, was du je zu mir gesagt hast. Ja, kein Bock hier. Ich hab wohl ein bisschen Zeit. Ich könnte jetzt die Maske untersuchen. Oh, es ist MJ. Hey MJ, du bist noch spät auf? Ich hab gerade die Nachrichten gehört. War wohl ziemlich spannend mit Shocker heute Abend. Ja, er war ungewöhnlich aggressiv. Egal. Danke nochmal für das Essen. Guck mal, ich drück jetzt, guck mal. Kylo, ich springe, drück deinen Kreis, dann mach dir das hier. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zum Feast Center, um sie Martin Lee zu zeigen. Martin Lee? Warum? Er hat einen Abschluss in Kunstgeschichte. Wenn irgendjemand etwas über die Herkunft der Maske weiß, dann er. Halt mich auf dem Laufenden. Wie gesagt, das könnte eine Riesensache sein. Und ich will die Story aufdecken. Ah, klar. Und ich kann dich immer anrufen? Ja, jederzeit, aber sicher. Dann reden wir wieder. Cool.
egal, jetzt scheiß auf den Rucksack. Verpieselt euch! Buschkäfer. Hey, du bist. Ich bin ein neuer Mann. Und jetzt zu dem Mädchen. Ray aus Queen schreibt, sie sind so wütend und ich wünschte mir, sie würden sich helfen lassen. Das ist furchtbar ungesund. Gut, mir ist klar, dass sie sich um mich sorgt, aber dieses verbreitete Missverständnis muss ich aufklären. Ich bin nicht wütend. Ich bin voller Liebe. Ich zeige auf Ungerechtigkeit, Korruption und Verbrechen gegen die Menschheit, weil ich diese Stadt liebe und möchte, dass sie sich bessert. Was sie da in meiner Stimme hören, ist Liebe. Nichts als Liebe. Es dämmert. Mr. Lee wird bald hier sein. Jetzt habe ich erstmal Hunger. Jetzt habe ich erstmal Hunger. Ja, leck mich doch am Penis, Bruder. Ups, mein Phone. Um die Zeit ist Mr. Lee im Büro. Ja, Bruder. Ich bin jetzt bei Feast. Mr. Feast. Mr. Wo ist Lee hin? Es gibt immer noch zu viel obdachlose Veteranen. Gut, dass mein Kumpel Flash Thompson etwas dagegen tun will. Wenn ich die Schuhe repariere, dann halten die noch eine Weile. Nee, ist wohl noch nicht hier. Wo ist Lee hin? Also, ich hab den Job. Welche Empfehlung hat geholfen? Die Leute wissen, was man sie. Alles in Ordnung bei euch? Der Idiot denkt, ich ziehe über meiner Tochter an. Habt ihr Lee gesehen? Ich stehe das durch. Ich gehe jetzt mal hier unten gucken. Ja, da bin ich aber schon hochgelaufen. Peter, kann ich dir helfen? Tut mir leid, Sie zu stören, Mr. Lee. Meine Freundin Mary Jane, sie ist Reporterin. Sie schreibt eine Story über Kunstimporte und hat da dieses Stück und wollte eine Expertenmeinung dazu. Und ich weiß, Sie haben Kunst studiert. Und zum ersten Mal könnte mir das wirklich etwas nützen. Dann zeig doch mal her. Interessant. Wo hat sie das her? Ich bin mir nicht sicher.
Warum? Was ist das? Die Kopie einer antiken chinesischen Opernmaske. So eine habe ich lange nicht gesehen. Dieses Symbol hier heißt so etwas wie Dämon. Dämon? Mein Vater hat mir Geistergeschichten mit dieser Maske und dem Symbol erzählt, als ich klein war. Haben mir einen Heidenschrecken eingejagt. Peter, hör zu. Diese Maske könnte mit gefährlichen Leuten zusammenhängen. Mary Jane sollte sich eine andere Story suchen. Denken Sie, sie ist in Gefahr? Ich weiß es nicht. Warum es riskieren? Ja, warum sollte ich riskieren? Ich mache einfach meinen Scheiß und dann verpiesel ich mich. Warte, was habe ich nochmal vor? Hey. Das Symbol in der Maske bedeutet Dämon. Mr. Lee hat sich total erschreckt. Jo. Hab ihn noch nie so gesehen. Er meinte, du solltest die Story sein lassen. Pustekuchen. Glaubst du, Mr. Lee weiß mehr, als er zugibt? Nein, das war wohl nur ein schräger Flashback oder so. Er hatte eine traumatische Kindheit. Ja, ergibt Sinn. Dämonen, ja? Starker Name. Okay, ich muss arbeiten. Bis bald. Also, das lief genau, wie ich erwartet hatte. Wer ist dabei? Hallo? Zwei Zuschauer. Spider-Man. I play Spider-Man. Ey, yo, Leute. Ich bin ja Peter Fraker. Ich frage gerne Sachen. Und Peter Frakers, einer von Peter Frakers Lieblings-YouTuber. Wisst ihr, wer einer von Peter Frakers Lieblings-YouTuber ist? Es ist Jailter. Guckt gerne bei seinem Kanal vorbei. Er ist ein richtiger Ehrenmann, macht schöne Videos. Vom cool und lustige. Und er hat sich auch von Seth inspirieren lassen. Ich kann Kühe kochen. Die Partnerschaft mit Restaurants und Lebensmittelläden läuft toll. Sie spenden alles, was übrig. Was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich denn nach da oben, ne? Reinstes Labyrinth. Wieso kann ich nicht einfach hier runterspringen wie Spider-Man? Ist es hell? Warte kurz. Warte kurz, Leute. Ich habe noch Zeit, bis ich zu Doc ins Labor muss. Zeit für ein bisschen Spidey-Arbeit in der Stadt. Oh. Ihr sollt mich unterhalten, sonst wird mir wieder langweilig. Guten Tag, ich bin Spider-Man. Braucht Verstärkung bei verfolgtem Fahrzeug. Oh, ich kämpfe. Die Irren bringen mit dem Fahrstil noch alle um. Daher. Story der Mary. Das ist wirklich dreist. Endstation. Ja.
So viel zur Gang, die nur zickzack kann. Alles gut bei euch? Wir übernehmen jetzt Spider-Man. Mein Fehler. Hallo? Peter, hier spricht Dr. Octavius. Oh, hallo, was gibt's? Lance Corporal Tuxedo ist hier für eine Anprobe. Das habe ich total vergessen. Also nicht richtig vergessen. Ich habe nur... ich komme sofort. Die Unpünktlichkeit wird langsam zur Gewohnheit. Mensch Parker, in Ihnen steckt so viel mehr. Na, er hat recht. Wie kann es schon so spät sein? Wieder da. Wie ich eben sagte, oh, es ist nur eine Story, der Mary Jane nachgeht. Keine Angst, ich passe auf sie auf. Bitte sag mir, dass ihr wieder zusammen seid. Wir reden wieder. Kleine Schritte. Ich hoffe, Mr. Lee ist nicht verärgert. Er ist nur besorgt. Ich war ganz gerührt davon, wie sehr. Ich wusste, er mag dich. Er bewundert deinen selbstlosen Einsatz für andere. Ich glaube fast, er sieht sein jüngeres Selbst in dir. Oh, Leute, kennt ihr das? Wenn ihr zum Strand müsst, dann müsst ihr aufhören mit dem Livestream. Ich werde es ihm auf. Es tut mir wirklich leid. Peter.